Ja, und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Railroader Video. Wir sind wieder auf unserem Multiplayer-Server unterwegs. Ich bin aber momentan alleine. Und ja, die Stelle, also die ganze Strecke ist komplett ausgebaut. Also wir haben alles von Andrews bis hin zu Silver. Und diese Strecke da, ich sag's euch, gerade ab hier nach Nantala, ist unglaublich steil. Also hier braucht's Loks mit ein bisschen Kraft. Und wir haben jetzt auch schon die Berkshire gekauft. Oh, da ist der Digimon gerade gekommen. Und wir haben jetzt auch diese Loks, wie auch hier diesen Shunter hier. Also die haben wir zweimal pro Interchange, einmal einen. Und unsere Aufgabe für heute ist, dass wir uns hier den Interchange in Andrews mal genau anschauen, fertig rangieren und einen gemischten Personenzug fertigstellen, der mit ein paar Wagen für Interchange und für einen Kohlewagen für ein Lager dann da runterfährt. So ungefähr der Plan. Gut. Ich zeig's euch mal ganz kurz. Also, rein von der Karte her, wir sind hier. Hier haben wir eine große Papiermühle. Und hier dahinter ist der andere Interchange. Hier können wir nochmal die Loks wenden, wenn sein sollte. Da hinten der Interchange, der ist momentan relativ leer, bis auf den einen Wagen hier für Alaka, den wir mitnehmen müssen. Und so, einmal kurz raus, das ist diese fette Papiermühle hier. Da werden wir noch ein bisschen Spaß haben. Da stehen momentan unsere Personenzüge. Einerseits der Orient Express hier im Blau. Mit, ich glaube, 7 Wagen sind es. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ne, 8 Wagen sind es. Und eine Atlantic vorne drauf. Hat auch ein Update bekommen. Die Wagen müssen wir noch wegrangieren. Und dann hier der Regionalzug. Der Lok für den Regionalzug steht momentan hinten im Depot. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz, was wir hier so machen müssen. Die wollen noch nichts. Die wollen Interchange. Die wollen auch Interchange. Hier ist leer. Und die Wagen, wo wollen die hin? Der will dahin. Airport PB1. Wo ist, ach, das ist da hinten. PB1. Dann würde ich mal fast sagen, dass wir hier die Interchange-Wagen zuerst mal wegmachen. Und dann den Rest rangieren. Gut. Passt. Ich muss mal ganz kurz einen Cut machen. Wir sind gleich wieder da. So, drei. Da bin ich wieder. Gerade mal die Leute informieren müssen, dass ich hier gerade am Aufnehmen bin. Okay. Dann ab in die Lok. Und los geht's. In den kleinen Shunter hier. Gut. Rückwärts. Maximum Schmackes. Haben wir das auch mal gemacht. Berkshire fahren müssen wir auch noch. Das macht Spaß. Das ist so brutal, wie sich die in die Kurve reinlegt. Generell bei den Loks, das sieht so irre aus. Ja, lieber später als nie. Ne? Ich denke mal, das ist eine ganz okayische Geschwindigkeit. Das einzige Doofe an der Lok ist, man hat hier keine Lichter. Also innen drin. Die anderen haben das alle, nur die nicht. Gut, man hat immer noch die Laterne, aber naja. So, einmal auffahren. Gut, über den werden wir eh nicht drüber fahren. Oh, es wird am Rumlecken hier. Ich bin jemand an der Liste rum. So, ich meinte, das müsste mal reichen. Schauen wir mal. Ah, bin natürlich mit der Kamera hier ganz hinten. Gut. Ich würde sagen, du fährst schon mal retour. Dann machen wir das mit dem Paperboard hier gleich mal. So, das machen wir auch wieder auf normal. Sonst werden Leute wieder unglücklich.
Wir fahren da rein. Einmal die gleich mal so zusammenklauben. Und einmal so rein. Gut. Follow. Beziehungsweise ich glaube, ich würde hier gern Follow machen. Bremsen. Sollte soweit safe sein. Der ist schon am Quietschen. Ein bisschen mit Schmack ist. Gut. $68 plus 4 für Timely. Sehr gut. Machen wir hier mal auf. Und wir einmal hier verbinden. Ziehen das ganze Geschmü hier einmal weg. Und nehmen gleich den anderen Rest mit dazu. Das waren diese Tankwagen, genau. Es ist ja jetzt eigentlich schon ganz cool, dass in den Interchange Wagen spawnen quasi dann für den anderen Interchange, dass die mal über die ganze Strecke müssen. Auch bei den Industrien ist es jetzt so, alles das, was teilweise immer noch Silber gegangen ist, geht dann halt teilweise nach Andrews und umgekehrt, damit hier gut Verkehr ist. Ich freue mich schon mal, hier ein Stellwerker zu sein. Wenn auf der ganzen Strecke ein bisschen was los ist. So, ein Stückchen noch. Gut, hätten wir das. Oh, Handbremse gelöst. Und bei dem Kollegen noch. Dann hätten wir jetzt hier alles für Interchange. Die brauchen noch. Gut. Soll ich den einen jetzt gerade mal wegziehen? Naja, machen wir das. Machen wir den einen schnell weg. Was machen wir das mal ein bisschen in der Ego-Perspektive? Dann ist das ein bisschen immersiver. So, hey, komm. Und reinfahren hier. So, die träuscht. Also ganz am Anfang haben wir uns bei dieser Bergstrecke schon dezent verschätzt mit dem, was wir da... Okay. Gerade erst jetzt aufgefallen, dass sie die Sachen hier rumschweben. Naja, Early Access. Mit dem kann ich leben. Gut. Und bremse rein, wenn er nicht einen Abflug macht. Und bei dem hier weiter.
Packen wir das. Oh, ist wieder am Rumlecken. Ich gebe ihn. Sehr gut. Und ran da an den. Dann haben wir nur noch die drei. Und dann können wir den Personenzug vorbereiten. Warum muss es immer so lecken, wenn hier die Switchlist aktualisiert wird? Verstehe ich nicht. Die Scheibe gleich, er soll es lassen. Ja, Deutsch ist natürlich schon so eine Sache, ne. So. Wir sind dran, dann können wir hier mal raus. So, kann ich hier rauf? Dankeschön. Naja, komplett leer. Cool, da kann ich ja schon mal keinen Blödsinn machen. Sehr gut. Oh. Stellwerk sind wir im Hintergrund offen gehabt. Sorry. Falls ihr da was gehört habt. Gut. Also, soll ich das gerade ankuppeln? Mal kurz einen Überblick. Soll ich oder soll ich nicht? Nee. Wir machen jetzt erstmal hier Manschieren fertig. So, nach vorne bitte. Stellen wir es mal auf das Gleis hier hin. Temporär. Es war alles zu, aber ist ja nicht lange so. Es sieht schon so cool aus, wie man da so dran hängt. Wobei ich frage mich dann, was er sich da oben festhält. Gut, das reicht. Okay, einmal. Haben wir die Handbremse gerade hier in der Nähe? Na ja, gut, machen wir es vorne. Dankeschön. Und sie sollten zwar eh nicht wegrollen, aber sicher ist sicher. Und ein ganz anderer Rest hier noch. Komm, lass mich rauf da. Geht doch. So. Und vorwärts. Was ein bisschen schade ist, der Switcher hat einfach den genau gleichen Sound wie die GP9. Wird sich sicherlich auch nochmal ändern. Ich meine, der Sound ist nicht schlecht, aber wäre natürlich schön, wenn das passt. Das gleiche auch noch mit den Dampflokomotiven, aber das habe ich ja auch schon erwähnt. Dick auf hohem Niveau momentan. So, wären wir dran. Handbremse, wo bist du? Da. Also. Sollen wir abstoßen? Warum eigentlich auch nicht? Hoffen, dass dabei nichts kaputt geht.
Weichen. Kannst du nochmal. Ja, mach da rein. Wie schwer bist du? 8000 Gallonen. Mit flüssigem Spaß. Gut, probieren wir es mal. Die Weiche einmal so rum. Das geht alles gerade rein. Alles klar. Okay, Bremsen lösen. Dann gehen wir mal hier ran. So, entstößen. Hoffen wir mal, dass das jetzt gut geht. Gehen wir mal auf die 9. Okay, wir sind allein unterwegs. Tschüss, Zug. Ah, wenn ich jetzt noch einen zweiten hätte, dann könnte ich gerade wieder weiter drücken. Dann aber. Mal den hier machen. Kommst du jetzt? Hallo? Geht doch. Oh, ein Stückchen noch. Perfekt. Warum macht Bleeding hier nichts? Oh, mal kurz auf hier. So. Perfekto. Das waren ja beide für da hinten. Soll ich das mit beiden machen? Das sind 100 Tonnen. Nee, ich glaube, die fahren wir so rein. 100 Tonnen traue ich mich jetzt nicht. Stückchen noch. Tapness. Oh, geil. Wieder gut Geld. Einmal voll einbremsen. Passt. Okay, dann schnappen wir uns jetzt mal den Regionalzug, hätte ich jetzt mal gesagt. Kuppeln die hinten ran. Ja. Und diesen Wagen für Alaka. Wollen wir den hinten ran machen? Ja, den werden wir dann hinten ran machen. Ich habe da schon so eine Idee. Okay. Abfahrt. Also, rückwärts vielleicht. Ha, hab's erwischt. Oh, danke schön. Und ran an den Personenzug. Sollte leistungstechnisch kein Problem geben, nachdem das meiste. Was ist mit Kohle zu rum? Ja, weil ich dann mitnehme. Das meiste dann bergab ist. Bremsen.
Okay. Passt. Hey, da ist noch die Handbremse dran. Wo ist die Handbremse bei dem? Das ist ja dieser komische geschlossene da. Wo hast denn du deine Handbremse? Das ist die vom anderen Wagen. Gut. Und dann haben wir den hier auch mal gesehen, aber wo ist eine Handbremse? Keine Ahnung, wo die ist. Na gut, es gibt ja immer noch das Menü hier. Und dann werden wir uns mal hier ganz nach hinten bewegen. Südle. Also, das hier aufmachen, sonst schmeißt es dann hier immer raus. Gut, Reverse, los geht's. Ah, Express fasse ich nicht an. Wäre natürlich auch geil. Also dreckige Güterwagen hinten ran machen an Orient Express, das geht ja nicht. Was würden da die Gäste nur zu dem sagen? So, einmal bremsen. Und ran an dem. Ist auch ein bisschen too much. Ach, sag mal, heute habe ich es mit den Bremsen. Perfekt. Handbremse hier. Okay. Dann rauf mit dem ganzen Zeugs. Wir fahren mal hier mit. So, Full Power. Ah, da hat es jetzt ein bisschen was zu ziehen hier drauf. Wo es so 12 Wagen sind, wirkt das irgendwie mega lang. Oh, das wird ein super Zug. Langsamer werden. Perfekto. So muss es laufen und jetzt wieder Retour. Dann können wir gerade bis in den Interchange runterfahren, um diesen Alaka-Wagen mitzunehmen. Ich glaube, es macht auch Sinn, dass man bei diesem Coaling Tower irgendwie 2 Kohlewagen kauft mit der Zeit. Wenn man einfach ein bisschen Reserve hat. Beziehungsweise man muss sie ja nicht sofort ja dann wegziehen zum Interchange springen, wenn sie sich melden. Und man hat ja dann im Tower ja, was sind es, glaube ich, 150 Tonnen Kohle. Die halten erstmal ein bisschen. Außer in Vitia. Da hast du ja nicht so viel drin. Da geht es ja dann direkt an den Wagen raus. Aber auch da kann man 2 hinstellen, das haben wir schon gemacht auf dem Multiplayer-Server.
dann haben wir einen guten Threshold. Aber wenn halt die zwei Wagen nicht mehr weg sind, dann spielst du halt nur mit 2 Tonnen. Das macht vielleicht Sinn. Bin ich. Ach, da. Dass ich mal schnell die Weichen lege. Für einen Interchange hinten. So, das passt alles. Das ist auch in Ordnung. Du kannst hier mal langsamer werden. Und wir nehmen die Weiche hier. Eigentlich so ein Regionalzug kann das so ein Dieselschalter machen. Ich denke nur laut. Kann ja eigentlich den hier machen. Karacho da unten rankommen. So, sehr gut. Beim Sehen. Ja, lieber davor stehen bleiben, als raufkrachen. So. Dann wäre das erstmal soweit komplett, wenn wir davor zur Lok gehen. Düdeli. Und Abmarsch. Tonnen. Spaßig. Ja, vor der Weiche werde ich hier anhalten, dann kann ich hier mit der Dampflok gerade ran. Beziehungsweise, ja, sie steht richtig, sehr gut. Jo, dann würde ich sagen, bleibt der ganze Konvoi hier stehen. Für den Moment. Mal abkuppeln. Ne, nach wie vor rückwärts. Die Weiche, aber dann stellen wir nämlich die Switcher hier wieder ins Depot rein. Brauchen die für den Moment nicht. Es wirkt so schnell von hier unten. Gut. Rein mit dir. Ja, wobei, da steige ich jetzt lieber auf. Nein. Lass mich mitfahren. Machen wir mal so mit. Auch egal. Perfekt.
Dann kann die hier drin mal Pause machen und dann holen wir uns mal die P-43 Pacific. Alter, das ist ein Monster. 7,7 Tonnen Kohle, 3800. Ja, da fehlt es ein bisschen an Wasser. Wir steigen mal hier ein. So. Möchte ich das von hier aus machen? Nee, wir gehen mal die Außenkamera. Ah, falsche Lok ausgewählt. Nice. Gut, Handbremse raus. Und los geht's. Klappen auf. Ist schon ein bisschen cheaten, dass man hier so viel Platz hat, um Wasser reinzulassen. Warum schaust du eigentlich so Condition 45%? Wer hat die Lok geschrottet? Okay, das habe ich nicht gesehen. Alles kaputt hier auf dem Multiplayer-Server. Mann. Wollt mit der fahren. Gut. Einmal reparieren lassen. Können wir eigentlich hier gerade einstellen? Operations, Equipment, Repair. Anti-Repair-Track ist drin. Ja, okay. So viel zu meinem Plan. Wann soll ich das... Eigentlich würde ich es nicht mit der Switcher fahren. Aber es wäre eine Option. Wir könnten das ausnahmsweise machen. Andererseits, sollen wir mit der Berkshire... Sollen wir mit der Berkshire dann hier runterfahren? Weil hier in der Naka Junction, ich zeige euch das mal ganz kurz. Da stehen nämlich noch ein paar Wagen. Die sind einerseits für End-Use Interchange. Und das ist Alaka-Stuff hier. Wir könnten dann mit der Berkshire hier runterfahren, das hier mitnehmen, die Pallbootwagen mitnehmen, wenn es denn leistungstechnisch geht. Währenddessen fährt der eine Personenzug hier unten rein, lässt noch Sachen für Lager da, könnte man die auch noch mitnehmen. Vielleicht mache ich das doch. Okay. So, gehen wir wieder zu dir. So, Rangierlock. Machen wir das mal schnell auf KI. Achso, Handbremse. Das ist etwas, was die KI nicht macht. Handbremse wieder lösen, wenn sie drin ist. Schauen wir mal, wie es dann gleich passagiertechnisch aussieht. Du wieder vorwärts fahren, machen wir das wieder auf normal. So, ja, atme und dann kannst du da ankuppeln. Nö. Einmal ran mit dir.
Plot ran. So. Wir übernehmen mal wieder selber. Und zwar die ganze Zeit dann rückwärts. Aber was soll's. Ups. Das war die falsche Lok. Ist hier noch drin. Okay. Ah, Select. Bitteschön. Danke. Komm, du schaffst es. Ich glaube, ich stelle es immer so ein, dass jemand bis Bryson fährt und nicht danach runter. Ach, scheiße, nein. Ah. Ich voll und hab die Weile vergessen. Mein Gott. Einmal mit Profis arbeiten. Ja, jetzt aber retour. So, und während du hier da hochfährst, schauen wir mal ganz kurz, wie es hier mit den Passagieren aussieht. Hallo? 184! Ach du Scheiße. Ela, Dilsboro, Alaka, da wollen die alle hin. Genau dahin, wo ich nicht hinfahren will. Bryson Topton, Silver Depot. Alaka Junction hätten wir 17. Soll ich doch da runterfahren? Aber es ist nur Junction. Kann ich bis Bryson eigentlich durchfetzen? Das war ja. Achso, naja, das ist Alaka Depot 450. Ja, gut, dann nehmen wir mal alles bis Bryson mit. Was soll's? Södere. Personenwagen einstellen. Also, wir fahren nach Alaka Depot, Cochin, Andrew Station Zimmer, aber das ist dann eh gerade weg. Rodo und Topton, das war wo? Rodo ist da, Topton ist da. Dann Pala Station immer mit. Element ist da oben, nehmen wir auch mit. Alaka Junction, Hemingway und Bryson. Den ganzen anderen Rest hier nicht. Gut, dann wird es hier gefüllt. Okay, liebe Leute, nachdem wir jetzt schon bei der Zeit sind, würde ich sagen, lasst es mal für die Episode. In der nächsten Episode geht es weiter mit dem Personenzug, beziehungsweise gibt eine Streckenfahrt für euch. Und da bis zumindest mal nachher Junction. Und dann schauen wir mal weiter. Wird ein Fest. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch einen Daumen nach oben da. Und dann bis bald. Gute Fahrt. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.